Weiter geht's immer noch in der vierten Mission. Ich habe mein Glück noch ein paar Mal versucht mit einem Speicherstand und zumindest ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel, dass es schlauer ist, hier in das Gebäude einen Miliztrupp reinzuschicken und die Raketen-Heinis eher ein bisschen weiter zurückzuziehen. Die haben zwar noch zwei Schuss, dummerweise ist jetzt hier nichts hochgekommen, was ich erwischen konnte. Hier war gerade noch ein Truppentransporter. Der ist aber zerstört worden und ich habe hier hinten noch meinen Striker, der jetzt noch hier wieder die Leute ablädt an dem Einzelgebäude hier hinten, an dem Wohnsitz. Und ich habe hier ein bisschen die Fahrzeuge mit den Geschützen zwischengestellt, was ich auch mal ausprobiert habe. Ich habe den Truck genommen und den Versorgungscontainer von vorne mehr oder weniger geklaut, also hab den quasi hier weggezogen und hier hinten hingestellt, damit ich meine Infanterietruppen noch mal ein bisschen versorgen konnte. Und ich sehe gerade, sag mal, what the fuck? Hier steht ja noch ein Fahrzeug zwischen. Ah nee, Moment, das ist jetzt. Ah nee, 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 das ist ein Verbündeter. Genau, weil jetzt kommen ja, jetzt sollen wir die hier die Tanker erobern und hier kommen die Verbündeten und die machen was. Was ich auch gerade mache, die ziehen nämlich mit ihren Trucks schwere Geschütze hinter sich her und haben damit dann eine Chance gegen das Ding, was sich hier gerade vorarbeitet, nämlich gegen den großen Panzer, der, wie man hier sieht, auch schon die Gebäude nach und nach zerlegt hat. Also Deckung ist da nicht mehr allzu viel übrig. Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, Sichtlinien sind doch einfach sehr wichtig. Sicht- und Feuerlinien. Und manchmal verrennt sich die KI. Also sie ist da nicht clever genug zu sagen, ich kann hier nicht feuern. Oder ja, sich da eine Position zu suchen, wo das ganz gut funktioniert. Sondern manchmal stehen sie sich auch blöd gegenüber. Ich hatte zum Beispiel eine Szene, wo sich einfach hier, wo hier irgendwie so 10 Homunkuli rumstanden und im Gebäude standen meine Truppen. Und die haben sich halt einfach so wie bei nackte Kanone gegeneinander direkt gegeneinander geschossen, obwohl sie wirklich auf Werfreichweite ihrer Waffen waren. Das ist manchmal ein bisschen albern. Ich glaube, was hier helfen könnte, wäre ein System ähnlich wie bei Homeworld Deserts of Karak, dass man sieht, wenn man eine Einheit anwählt und dann ein Ziel auswählt, dass man eine Art Feuerlinie tatsächlich sieht zu der Einheit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil man hier in einem Squad so viele einzelne Roboter oder Menschen oder so hat. Im Multiplayer kann man ja auch die Roboter spielen. Aber ja, müsste man entweder eine zusammengesammelte, eine repräsentative Feuerlinie nehmen oder halt von jeder Einheit tatsächlich eine Feuerlinie. Das würde, glaube ich, schon sehr helfen, weil es ist halt echt manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, warum klappt das jetzt gerade nicht? Also warum passiert da jetzt gerade nichts? Oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr Feedback. Ich habe jetzt die Raketenfausttruppen mal ein bisschen näher hier rangeschickt. Die müssten, naja, nee, reicht noch nicht. Also da müssten die anderen schon noch ein ganz Eckchen rankommen. Und hier, die hier haben noch zwei tragbare Anti-Panzer, also Panzerabwehr-Gelenkraketen dabei. Das ist mir nur gerade ein bisschen zu riskant, die hier rauszuschicken. Die Sache ist nur aus, halt auch die, die können den jetzt gerade nicht treffen. Wenn ich den jetzt anwähle, mal gucken, ob das geht, ob er irgendwas macht. Aber ich glaube, sie reagieren einfach nicht. Und da wäre halt so ein bisschen Feedback ganz gut, von wegen, ja, nee, kann ich nicht treffen. Dass man das halt irgendwie erkennen könnte. Aber das ist nicht drin. Das macht die Sache nicht gerade leichter. Gut, der hier bringt die Einheiten für das Nebenziel zurück. Ich habe jetzt niemanden hier hoch geschafft, weil ich keinen Schimmer habe, wie ich da durchkommen soll. Gut, vielleicht könnte man mit einem Fahrzeug versuchen durchzubrechen. Das könnte ich theoretisch mal versuchen. Ich habe es jetzt nicht so, als hätte ich nicht irgendwie was, womit ich das mal ausprobieren könnte. Probier es jetzt einfach mal. Ich schicke mal einen da hinten lang. Und jetzt haben wir halt hier auch die ganzen KI-Begleiter. Oh, die haben jetzt gerade den großen hier zerlegt. Und zwar, ah ne, haben sie nicht. Der hat das Gebäude zerlegt. Aber vielleicht schaffen sie was.
Die trauen sich auch ganz schön nah ran mit ihren dicken Kanonen. Ja, das hat ihnen nicht viel gebracht. Jawohl, sie sind noch nicht Besatzungsmitglied, ist ausgeschaltet. Ja, aber sie haben... Ja, das war's. Sie haben es noch nicht zu Ende gebracht. So. Es wäre halt schön, wenn der Panzer jetzt hier mal seine Sichtlinien zerschießen würde. Ah, guck mal, jetzt geht's. Jetzt hat einer eine Rakete geschossen. Lenkrakete. Und, ja, noch nicht ganz gute Nacht, aber das hat schon sehr geholfen. So, also, sie schicken uns ein paar leichte Haubitzen, die zerlegen Chromschäde, Infanterie und leichte Fahrzeuge mit links, hängen sie die einfach an ihre Trucks und ziehen sie dahin, wo sie brauchen. Die stellen sie also hier hin. Okay, warum, warum lassen sie die dann stehen? Das ist jetzt nicht so geil. Wie kriege ich denn meine Einheiten hier hinten durch? Kriege ich? Jetzt wären zum Beispiel Wegpunktsysteme gar nicht schlecht. Ich versuche jetzt mal mein Glück, die Einheiten da hinten rumzuschicken. Also die schweren Geschütze, da müsste ich jetzt irgendjemanden ranbringen. Ah, die feuern schon. Schön. Und die haben ihr eigenes, ihren eigenen Jeep erwischt. Okay. Das war der schwere Panzer, immerhin Sache erledigt. Jetzt sind wir wieder bei der Panzersituation. So. Wen haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier hinten noch Spider-Bots, aber da kümmert sich die KI hoffentlich drum. Kämpfen zumindest gegeneinander. Wir haben hier unsere Truppen. You can all hide here. Das passt. Dann haben wir den Mirage auch wieder befreit. Schauen wir mal, wie wir den hier vielleicht irgendwie durchschmuggeln können. Was ist denn hier? Oh shit, hier steht ein so ein schweres Fahrzeug. Müsste den irgendwie hier dran vorbeikriegen. Die Sache ist nur die, ich habe eigentlich nicht Zeit, den an den Sachen vorbeizubringen, weil die hier, jetzt haben wir hier schon eins von den Dingern verloren. Aber auch nur Scheiß. Okay, hier kommt noch eins. Wo ist denn der? Das war der. Und... Okay, ich komme hier nicht weiter, aber die schicken auf jeden Fall noch genug nach. Haben wir noch eine Rakete? Ne, wir haben keine Rakete mehr. Ich habe keinen Nachschub mehr. Der Nachschubtruck ist nämlich auch komplett leer. Das heißt, den können wir wieder zusammenbauen. Dann holen wir doch mal die hier. Ihr kommt mal mit. Die könnte ich jetzt theoretisch ziehen, aber die schießen auch von hier hinten ganz gut. Das passt. Jetzt habe ich hier zwischen meinen einen Truck, der sieht irgendeine Einheit hier. Ach guck mal, den hat es zerlegt. Wunderbar. Ey, ohne Pause wäre dieses Spiel wirklich unspielbar. Was hier alles passiert zwischendurch. Okay, ich versuche mal mein Glück, ob ich es irgendwie schaffe, mich an dem vorbeizuschleichen. Naja, was heißt schleichen? Der Ball hat ja hier auch die ganze Zeit durch. Oh, Glück gehabt. Okay, Supply Truck. Damit kann ich arbeiten. Ja, das war der Versuch, den hier durchzubringen. Das hat nicht geklappt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Den können wir auch befehligen. Dann holen wir den mal ein bisschen weiter zurück. Steigen wir aus. Okay, also die sind schon noch alle da. So ist nicht. Ich habe noch meine Raketen-Heinis. Und die versuchen hier die Tankstelle zu erobern. Ah, sehr gut. Okay, das läuft. Dann würde ich sagen, stellen wir den mal hier hin. Nummer 1, dann soll er sich reparieren.
Nummer 2 soll sich hier öffnen. Und ihr kommt mal alle da rein, dass ihr nachladen könnt. Wie sieht es denn hier mit unserer Munition aus? Das geht eigentlich noch. Das geht auch noch. Sehr gut sogar. Das ist auch alles palliativ. Das auch. Also die Fahrzeuge hier sind nicht das Problem. Zumindest nicht ihre Munition. So, die schicken wir mal da lang. Hier hinten haben wir jetzt gar keinen. Auch keinen Ausguck. Ist aber nicht so wild. Die Basis brauchen wir nicht. Säubern sie das Gebiet von Legion-Truppen. Ja, okay. Werden wir versuchen. Aber ich kann auch nicht zaubern. RPG Rockets are ready. ATGM Squad reporting. Okay. Die sind zumindest alle wieder. Die sind alle wieder voll. Wir können immer noch versuchen, einen Boten nach hinten zu bringen, falls es irgendwie gelingen sollte, an denen an der Seite vorbeizukommen. Und das könnte sogar klappen, weil es nicht so viele sind. Aber was wir machen können, ist, wir können jetzt mal hier den mitnehmen und den. Dann sollen die uns mal die Haubitzen mit nach vorne bringen, dass wir hier ein bisschen Unterstützung leisten können. So, die sind alle soweit eigentlich wieder aufmunitioniert. Das passt auch. Den Munitionstruck würde ich jetzt hier zurücklassen. Und die Truppen nach vorne bringen. Die wagen sich aber hier ganz schön vor. Gut, wir bringen mal unsere Truppen erstmal zur Tankstelle. Da ist noch ein Spider-Bot. Den würde ich ja gerne von meinen Raketenheinis ausschalten lassen. Ich mache jetzt mal einen Speicherstand. Nee, Moment, ich will nicht. Das will ich. 0406. So, jetzt versuchen wir mal, wenn ich die hier rüberbringe, ob wir eine Lenkrakete darüber schicken können. Und die Haubitzen bringen wir nach hier vorne. Das müsste eigentlich reichen, damit die feuern können. Die fahren wir auch nach vorne. Ich würde gerne das Fahrzeug hier loswerden. Ach guck mal, die kümmern sich sogar um den. Oder auch nicht. Ja, weil die halt auch, also, dass die halt nicht abwarten können. Schauen wir doch mal, wie weit würden wir kommen. Wir kommen weit genug. Also, rauf da. Die Spinne wiederum kommt nicht so weit. Das war das. Merkt man auch an der, hat man gerade auch an der Bildschirmerschütterung gemerkt, dass das Ding in die Luft geflogen ist. Das passt. So, jetzt bringen wir hier unser Raketenteam. Komm. Und gute Nacht. Danke. Dann lassen wir jetzt mal hier beide wieder los. So. Und die feuern von allein. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Jetzt haben wir hier einen Panzer. Und der ist aufgegeben. Das heißt, wir bräuchten eine Panzercrew. Ich glaube, ich habe keine, die das kann. So, durchgucken. Die können das nicht. Ich bräuchte eine Panzercrew. Hab aber keine Panzercrew dabei. Die können das, glaube ich, alle nicht. Wir haben einen Fahrer, aber ein Fahrer bringt mich nicht weiter. Nee, keine Chance. Okay. Das heißt, wir bleiben erstmal bei den Fahrzeugen. Ah, guck mal hier. Na, sie machen noch was. Lassen ja auch jede Menge Waffen fallen. Ah, hier sehen wir auch schon. Hier ist ein Rev 7 dabei. Also ein richtiger Terminator. Oder was heißt richtiger Terminator? Ein Terminator in dieser Zeitlinie. So, die Geschütze haben wir hier drüben. Das heißt, wir können hier hochfahren.
Genau, ich habe hier an den Humvee eine leichte Plattform rangehangen. Das ist nicht ganz so ein, ist keine Haubitze, sondern so ein direktes Geschütz. Das hat hier so ein 25 mm Geschütz drauf. Aber erfüllt auch seinen Zweck. Jetzt habe ich nichts, was ich mit meiner Infanterie machen kann. Mit am wichtigsten sind eigentlich... Warte mal, ich kann den Truck... Ziehen wir den wieder zusammen. Und bringen den... Truck hier rüber. So, der ist angehangen. Das heißt, den können wir hier hinbringen. Unsere Fahrzeuge sind hier drüben. Jetzt bringen wir mal einen hier hin. Ich glaube, da reicht einer, oder? Dann nehmen wir die anderen als Begleitung hier für die KI mit. So, die drehen hier auch ihre Runden. Passt soweit. Schade, dass man den Panzer nicht nutzen kann. Ach, guck mal, hier kommen noch welche. Dann geben wir ihnen doch hier ein bisschen Unterstützung, bevor sie hier über die, zu sehr über die Seiten überfallen werden. Der kann auspacken. Ja, bitte feuert von allein. So, hier kommt raus. Dass man hier immer die, dass man hier mal einen Trupp braucht, um den aufzumachen, das ist ein bisschen doof. Der macht auf, open up shop. Und wir nehmen den Raketentrupp hier in die Nähe, damit er seine Rakete nachlädt. Okay, also hier kommen neue Truppen aus dem Lager in 2 Minuten. Das können wir ja gebrauchen. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch klappt, dass wir die noch holen. Warte mal, jetzt mal kurz gucken, wie müssen wir denn schauen. Hier lang ist das. Dann können wir es hier rüberbringen. So, kommt denn hier noch was? Erledigen Sie die Legion-Truppen. Das ist übrigens auch echt geil, wie man jetzt so eine Kurve gedreht hat, ne? Von hier oben, dann hier ein bisschen so kennenlernen. Gut, die, mit denen haben wir nicht gesprochen. Und das, also wie das so im Kreis schließt, dass man jetzt erst dann hier zu dieser Basis und dann wieder zurück. This area is cleared of Legion forces. We'll establish a reinforced movement presence here and help these people rebuild their settlement. Good work, T-Force. I'll let Movement Command know you're most definitely friendlies. Okay, Mission geschafft. Can't be beaten. Thank you, Lieutenant. If you ever need anything, you'll always be welcome back here. So you the big bad Chrome Killer now, huh? Well, okay. You got me beaten this time, but we ever meet up again and maybe things will go different. Until then, adios, asshole. Ich sag's halt die, man hätte halt auch zu ihm gehen können und sich von ihm noch ein Scharfschützenteam zum Beispiel holen können. Diese Rednecks, die man am Anfang da getroffen hat, die könnten einen hier begleiten. Und offensichtlich hat er auch jede Menge Truppen, also... So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kann ich den scheiß Panzer nicht benutzen, weil ich keine Fahrer habe. Oder könnte ich vielleicht doch fahren? Zumindest mit dem Panzer? Nee, kann nicht einstellen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Die können den ja auch nicht fahren, oder? Nee. Keiner von denen ist ausgebildet, um so einen Panzer zu fahren. Ah, das ist ärgerlich, ey. Aber Panzerfahrer mitnehmen dafür, das ist auch ein hoher Preis. Also man braucht tatsächlich Leute hinten drin und im Fahrzeug, damit man das steuern kann. Nee, ihr solltet mitnehmen. Bitte mitnehmen. So, Truppen einladen. RPG-Team hier. You heard him. There they are. They made it. Ach, guck mal hier.
Ah, warte, warte, warte. Shop Panzer Team. Das ist natürlich cool. Sogar mehrere Fahrer noch dabei. Aber noch ein paar Fahrzeuge, die wir mitnehmen können. Die sind hier oben überall, also das ist nichts, was wir einpacken können. Hier haben wir noch einen gepanzerten Trägerwagen, aber ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Hier hinten war noch der Sattelschlepper, der andere. Ich meine, ich kann es aus Spaß mal ausprobieren, wenn man den jetzt hier mitnimmt. Ob sich das irgendwie auswirkt, was man an Ressourcen mitnimmt. Das müsste einem das Spiel vielleicht auch noch sagen. Wie wichtig es ist, was man hier hinten mitbringt. So, halt, bevor ihr hier reinfahrt, nicht, dass dadurch die Mission beendet ist. Wir bleiben mal schön hier stehen. Habt ihr denn hier an der Basis noch irgendwas übrig gelassen? Hier ist ein Bradley aufgegeben. Den versuchen wir jetzt mal uns zu schnappen. Snipers in position. Warte mal, der hat nichts. Moment, nee. Der hat kein Benzin. Okay. Muss man also noch einen kleinen logistischen Preis zahlen? Hier ist ein einzelner Fahrer. Den wollten wir. Warte mal, wo ist das Ding? Hier. Nee, warte mal. Das ist ein Transportschiff. Transport. Where are you? You there? We got your message. Oh, this better not be one of your dumb jokes, you son of a bitch. He ain't here. Let's see what happened here. Balzano will kill us if we let anyone into his field. Open fire at anyone who comes close. Balzano's people. Defending his precious field. Just more scavengers coming our way. Ah, okay. Das ist ja. Also, es gibt's ja nicht. Was, wie viel passiert denn da in den Missionen noch? Warte mal, bleibt mal hier. Hier, geht mal lieber hier rein. So, wo haben wir denn jetzt den Versorgungstruck? Ich hatte doch noch einen Anhänger. Aber hier ist der Sattelschlepper und ich will einen Fahrer in den Sattelschlepper haben. Zack, einsteigen. Und irgendwo war auch noch. Ah, nee, stimmt, hier war ein Benzin-Truck, aber der ist hochgegangen. Das hat nicht funktioniert. So, die versuchen das hier zu beschützen. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz ungefährlich, weil das ja angeblich ein Minenfeld ist. Aber was wir machen. Don't shoot, bro. We surrender. We was never down with fighting for Balzano. You two assholes again. Hey, live and let live, bro. Forgive and forget. Take us with you. We won't be founders. Sorry. We're already at our full quota of assholes. Wait a minute, Sergeant. They've been surviving out here for years. They could have skills we can use. Your lucky day, assholes. Welcome to T-Force. Ach, guck mal, jetzt haben wir die tatsächlich bekommen. War das ja cool. No problem. Dann versuchen wir doch mal den noch hier zu. Naja, wo, ich weiß nicht. Move quick. Spotted one. Okay, pass auf, wir versuchen jetzt mal die. Wen können wir da mitnehmen? Den. Achso, man kann nicht. Doch, man kann sie mit Shift kann man sie kombinieren. Welchen will ich denn noch? Den hier? Die versuchen wir jetzt mal. Wo sind sie denn?
hier so hin zu platzieren. Vielleicht reicht das. So, ihr könnt hier hinkommen. Wieso sind die da jetzt nicht hin? Was soll das? Müsste vielleicht die Pause mal ausmachen, nicht voll Depp, ey. We'll need some wheels for that. We're under attack. Rangers hold position. ACTM squad in position. Missile support in position. Rockets are ready. Ready for launch. Okay, so viel dazu. Falls die doch mit was kommen, können wir sie nämlich überwältigen, wenn wir von der Seite hier kommen. Ich will die Fahrzeuge haben. Ich gehe hier nicht ohne die Fahrzeuge raus. So. Der. Jetzt haben wir hier den Truck. Pass auf, dann machen wir den los. Wieso ist jetzt niemand hier hinten? Ah doch, hier hinten sind doch welche hingerannt. Was ist denn hier drin? Das ist ein Versorgungstruck. Den nehmen wir jetzt mal mit. Der kommt hier rüber. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass ich das Zeug hier klauen kann. Ohne, dass mir Fahrzeuge in die Luft fliegen. Ach, guck mal, die haben die ausgeschaltet. Ach, das ist ja geil. Und dann? Abmarsch. Holt's euch. Das heißt nämlich, wir können hier den Panzer nachbewaffnen oder nachtanken lassen. Dann können wir den vielleicht mitnehmen. Panzer, das wäre nicht schlecht. So. Wie sieht's hier aus? Einsteigen. Das passt. Oh, da ist jetzt jemand. Ach, guck mal hier. Ein M113. Ich hab mal früher ein Apache, nicht Apache Longbow, aber doch Apache Longbow, oder? Oder beziehungsweise nur Apache, hab man die abgeschossen. Nicht das von Electronic Arts, sondern die andere Hubschrauber-Simulation. So, das hat er überstanden, das passt. So, den haben wir auch. Alles paletti. Gut, ihr könnt... Ich würde gerne Wegpunkte setzen. Muss ich sagen. Das fehlt mir tatsächlich noch. Wegpunktesystem. Ja, und eine Anzeige für, wo schicke ich wen lang. Also wo... wohin bewegt sich gerade? Welche Einheit könnte man ja auch stufenweise machen, wie bei Homeworld, wo man das ja auch stufenweise einstellen kann, wie viel da tatsächlich angezeigt wird. So, jetzt haben wir hier den lahmgelegt und kann nicht feuern. Keine Munition und keine Bewaffnung. Das ist aber nicht so schlimm. Hier liegt jetzt theoretisch, liegen hier auch noch jede Menge Waffen rum. Oh, weißt du was? Testen wir jetzt mal, mit welchen... Ah ne, das muss ich... Ah, so muss ich das ja gar nicht machen. Warte mal, ich habe jetzt hier... Wo liegen sie denn? Da liegen sie. Ich müsste doch jetzt theoretisch... Wenn ich durch die Infanterieeinheiten gehe, die können das nicht aufsammeln. Diese Waffen. Was ist mit denen? Die können den Raketenwerfer aufsammeln. Ach guck mal, die färben sich dann gelb. Aber die sind schon voll, naja. Wenn das auch nicht einsammeln. Die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. Die auch nicht. Kriegen wir wahrscheinlich entweder gibt es später Upgrades für die Waffen. Oder. Upgrades für die Teams. Oder es gibt noch irgendwie andere Truppentypen, die das dann einsammeln können. Drivers waiting on order. Yes,
Sir. So, du sollst das hier befüllen. Aber läuft jetzt irgendein Trupp zurück? Doch, die laufen und die auch. Aber da habe ich jetzt die Bestätigung nicht gehört. Für ihre Befehle. Ach da, also im Gegensatz zur dritten Mission gehen wir doch mit einer ganz guten Truppzahl aus der ganzen Geschichte heraus. Also den Bradley noch mitgenommen. Das hätte doch alles schlimmer laufen können. Gut, dass man Speicherstände gemacht hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so lang an einer Mission werkelt. Und gut, man muss natürlich ein bisschen rumprobieren. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Schwäche. Man kann das fast nicht beim ersten Mal schaffen. Also es ist sehr... Hat der sich jetzt verbraucht? Es ist sehr darauf ausgelegt, dass man schon so ein bisschen weiß, was eigentlich kommt in der Mission. Sonst ist es echt sehr, sehr verlustreich mitunter. Oder man müsste sich dann teilweise ein bisschen mehr darauf verlassen, dass die KI eigenständiger bestimmte Sachen meldet oder macht. Jetzt hat er sich tatsächlich durch seinen Versorgungsmodus leer gesoffen. Das ist auch nicht so clever. Also so ein paar kleine Stellschrauben sind noch drin, die man echt ein bisschen umbauen könnte. Also den Grundstock an Benzin sollte er sich einfach sichern. Das ist so albern, dass ich den jetzt wie versorge ich den jetzt mit Benzin? Ist jetzt leer. Aber vielleicht könnte ich ihn noch gar nicht mitnehmen. Wir schicken ihn jetzt zurück. Rockets are ready. So, jetzt haben wir eine schöne kleine Armee gesammelt. Da kommt der Panzer. Cool. So, jetzt schicken wir den mal als allerersten da rein, nicht dass der verloren geht. Dann alle anderen hinterher. Brauchen wir den Versorgungsanhänger? Habe ich ja schon einen Versorgungsanhänger. Oder ich kann auch den Truck hier den mitnehmen lassen. Aber ich muss tatsächlich alle rausbringen, damit das funktioniert. Wahrscheinlich, weil er dann auch gegenrechnet, wie viel habe ich denn quasi mir gesichert. Das heißt, wir warten noch, bis die hier nach Hause gelaufen sind und dann haben wir es. Boah, da bin ich jetzt echt gespannt, ey, wenn das schon so eine aufwendige Mission ist. Wie werden denn erst die anderen? Das ist ja... Also gerade wenn man sich vornimmt, wirklich so gut wie nichts zu verlieren, zumindest nicht an kompletten Trupps. Und ich glaube, ich habe nicht viel verloren. Also ich habe jetzt nicht so den ganzen Überblick. Mal gucken, ich glaube, es gibt ja eine Auswertung am Ende der Mission, aber ich glaube, so komplette Trupps habe ich recht wenig verloren. Die wurden zwar ganz schön zusammengeschossen, aber solange noch einer überlebt, kann ich sie ja wieder aufstocken, auch wenn das natürlich viele Ressourcen kostet. Wahrscheinlich muss ich ein paar Trupps auflösen eher, damit ich genug Leute habe. Schauen wir mal, was er sagt. Gib Gummi. Also, was haben wir denn? Soldaten verloren? 8. Er sagt nicht, ob man Squads verloren hat. Feind 203 gekillt. 16 Feindfahrzeuge. Also dafür 8 Verluste ist jetzt nicht schlecht. Man kommt irgendwie durch. Schauen wir mal, wo die nächste Mission hinführt. A pleasure working alongside you and your people, Lieutenant. Here. This will help with other movement units and our allies. You can use these to buy supplies, vehicles, and equipment. We're all in the same war together, right?
Not gonna lie. This is gonna be a big help we get to another movement base. They're not just good among our people. You can use them in the South, at the Independent Survivor Settlements, and even with the Integrators. Integrators? No Integrators where you come from. They're tech heads. Building new stuff out of any technology they can get a hold of. Especially Legion hardware. They're weird, but useful. They've got a trading post nearby, if you want to see for yourself. You come back here again, and we'll have our new training center established. You could use it to train up any rookies you've got. I want to thank you again for saving our settlement, Lieutenant. You were right. We can't hide away anymore. From now on, we're going to welcome refugees. We'll also help find new recruits for you. Anytime you come back, we'll have new volunteers ready to join you. We gotta be careful from now on. T-Force ain't big, but we still burn through supplies. Especially depending on what kind of units we got. Takes a couple days to get from one place to another. Gotta make sure we got the supplies to get where we want to go. If we need to, we can disband infantry squads and move them to the reserve. Can disassemble vehicles too, use them for resources. Worst comes to worst, we can cut loose people from the reserves. You're in command. You decide where we go and how we get there. Gotta plan a route? Make sure we got at least a day or two's extra supplies for the journey. In case something goes wrong on the way. Okay, also, Geschäfte und Trainings. Jetzt haben wir hier verschiedene Punkte, wo wir hin können. Sie können Trupps anheuern und Mannschaftsstärke auffüllen. Sie können handeln, Vorräte, Fahrzeuge und anderes kaufen. Sie können Trupps ausbilden. Unterschiedliche Locations haben unterschiedliche Gelegenheiten für ihre Armee. Das sieht man unterhalb der Namen, was es da gibt. Zum Beispiel die zwei Pfeile nach oben ist wahrscheinlich, genau, das ist Trupps ausbilden. Ja gut, darüber sieht man ja auch die Erklärung. Also handeln und neue Mannschaften anheuern bzw. auffüllen. Dann Squads sammeln Erfahrung und Training-Slots werden dadurch freigeschaltet. In Siedlungen kann man dann Truppen trainieren lassen und der erste freigeschaltete Trainingsslot ist orange markiert. Und ja, da kann man dann das Training kaufen, was man gerne hätte. Einige Siedlungen haben Shops, wo man sich Sachen kaufen kann und Einheiten, Waffen und Upgrades. You can buy and install weapons and upgrades immediately on your units or drag and drop them into your inventory. So, Universe. Okay, also wir können die Einheiten jetzt auch noch verbessern, das kommt jetzt auch noch dazu. Jede Waffe, die installiert ist, kann auch wieder entfernt werden und verkauft werden. Upgrades können aber nicht entfernt werden oder ausgetauscht werden. Okay. Ich weiß übrigens, dass diese Mission hätte auch ein bisschen anders ablaufen können. Es hätte zum Beispiel auch passieren können, dass man zu diesem also dieser andere Anführer in der Region, zu dem hätte man hingehen können und dann würde der irgendwann den Außenposten von den anderen Typen hier angreifen. Also dann hätte man sich quasi mit der Hauptfraktion hier so ein bisschen verscherzt. Wie lang da die Konsequenzen sind, das weiß ich nicht. Aber es gibt andere Wege, wie man durch die Mission durchgehen kann. Also es gibt durchaus einen Motivationsfaktor zu sagen, ich spiele das nochmal, vielleicht mit anderen Truppen oder mit anderen Einheiten. Aber das gucke ich mir alles dann in der nächsten Folge mal an, was man hier jetzt machen kann mit den verschiedenen Missionspunkten. Ich glaube nicht, alles davon Missionen sind. Ich tippe mal, das sind wirklich nur so Stützpunkte zwischendurch. Und das ist dann hier wahrscheinlich die nächste Mission. Aber wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.